Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. So, ich befinde mich hier gerade wieder auf der Isla Pena und wir haben hier jede Menge Wissenschaftsaufträge. Den habe ich eben noch bekommen vor der Aufnahme, dass ich ein kleines oder mittleres Pflanzenfresser-Fossil finden soll. Das ist ja sehr, sehr easy gemacht. Ein Dino sollen wir auch noch freilassen. Hatte ich hier unten noch einen weiteren ausgebrütet oder nicht? Ich glaube nicht. Aber ich würde hier ganz gerne noch einen Diplo freilassen. Den Diplo kann ich momentan noch nicht freilassen. Die sind beide gleich interessant. Bei der hier ist sogar... Den haben wir halt noch nicht gehabt. Den Camarasaurus. Deswegen würde ich, glaube ich, auf den gehen. Warte mal, wie teuer ist der? Der ist unwesentlich teurer. Wir müssen aber so oder so noch ein bisschen sparen. Den Diplo könnten wir uns jetzt zwar leisten, aber es wäre ziemlich dämlich, wenn ich das jetzt gerade direkt rausschmeißen würde alles wieder. Ach ja, genau. Hier kriege ich ja noch... Ha? Stimmt, das ist gut. Da suche ich einmal nach und das sind die kleineren. Dann sucht man da auch noch nach. Alles klar. Das heißt, wenn ich das hier abgeschlossen habe, vielleicht finden wir dann noch ein paar Sachen, die ich teuer verkaufen kann. Dann könnten wir nämlich hier zwei Diplodocus ausbrüten, dann hätten wir das abgeschlossen. Und die dürften interessant genug sein, dass wir auf die 400 Besucher kommen, weil da fehlen uns ja nur noch 45. Wir haben halt momentan wegen der geringen Vielfalt keine tolle Bewertung bei den Dinos, klar. Warum ist hier eigentlich die Nahrungs- und Getränkebewertung wieder so miserabel? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Muss ich mal gucken. 150.000, das kostet 170.000. Essen, Getränke, Spaß. Essen und Getränke. Vielleicht ist das Fastfood-Restaurant dann tatsächlich gerade die bessere Variante sogar. So, das kommt mal da hinten hin. Ja, das haben wir gleich. Von wegen kein Strom. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Weganbindung. So. Ah! Ich habe nur Gutes über Ihre Expedition gehört. Sie machen die Wissenschaftsabteilung zum Star. Und mich. Und sich natürlich auch. Ich habe sie nicht vergessen. Ich setze nur Priorität. Das ist ja toll. So, den erforschen wir jetzt mal noch ein bisschen. Hier haben wir nochmal 240.000 Gewinn gemacht. 340.000. Dann würde ich nämlich sagen, wenn die beiden hier durch sind, dann erforschen wir den. Und die würde ich auch noch extrahieren für 15.000. Also wenn die beiden durch sind, dann werden wir diesen Dino erforschen. Wir sollten hier unten vielleicht auch noch irgendwie was für den Spaß und für die Einkaufsmöglichkeiten aufstellen. Spielwaren und Kleiderladen zum Beispiel.
Ah, ich möchte gerne, dass das genau parallel ist zu dieser Linie hier. Ah, guck mal da. Nicht hundertprozentig, aber fast. So, wir kriegen hier schon irgendwie was Gutes hin. Nee, halt, den will ich wieder abreißen. Den Spielwarenladen baue ich hier ein bisschen zurück. Damit wir das hier auch noch ein bisschen schön anlegen können. So, das drehen wir einmal so rum. Ich hoffe, das reicht. Warte mal, das ist gar nicht das Zeichen dafür, dass es... Wir haben nur zu wenig Strom, ne? Das heißt nur, das ist schon blöd genug. Ja, genau, kein Strom. Warte mal. Jetzt aber. Immerhin. So, und jetzt werden wir hier auch zwei von den Camarasaurus ausbrüten. Und schon bin ich wieder pleite, weil 40.000 Dollar ist hier nun wirklich miserabel. Dafür kann ich nicht mehr genau die Futterstation bauen. Die kostet nämlich 300.000. Das heißt, ich werde jetzt gerade nochmal rüber wechseln Richtung Takanyo, dass wir da noch ein paar Expeditionsdinger da in Auftrag geben, um dann hier auf Pena wieder überflüssige Fossilien verkaufen zu können und in der Hoffnung auch wieder so ein paar Sachen da rausholen zu können, wo ich sowieso kein Genom rausziehen kann, was ich sowieso nur verkaufen kann. Und mit den Sachen kann ich nämlich echt richtig gut Geld transferieren quasi. Das muss ich sagen, kann ich sowieso nicht so ganz nachvollziehen. Ja, eigentlich schon. Natürlich, es macht es natürlich ansonsten viel zu leicht, wenn wir jetzt... Es macht es natürlich viel zu leicht, wenn wir jetzt einfach das ganze Geld rüber transferieren könnten. Dann haben wir ja mega viel Geld auf den neuen Inseln. Was haben wir hier? Ach so, die beiden Sachen, die Verbesserungen für die Ranger. Können wir auch gerade direkt mal noch erforschen. Können wir auch direkt noch erforschen. Dann haben wir nämlich schon wieder alles erforscht, was wir momentan erforschen können. Und sind, was das angeht, auf jeden Fall schon mal wieder auf dem neuesten Stand. Da müssen wir jetzt halt echt gucken, wie wir Pena aufgebaut bekommen. Ich habe mir sagen lassen, dass Isla Sorna wohl wirklich Hölle sein soll. Dass Isla Pena dagegen wirklich noch quasi ein Kinderspiel ist. Ich bin mal gespannt. Ich finde hier gerade den Einstieg schon schwerer als bei jeder anderen Insel zuvor. So. Wir könnten uns hier vielleicht einen weiteren Auftrag mal noch sichern. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. Verhindern Sie 10 Minuten lang Stromausfälle. Ich hoffe einfach mal, dass es klappt.
Versuchen können wir es definitiv. Wir müssen jetzt in den einzelnen Abteilungen langsam aber sicher immer mehr Ruf aufbauen. Damit das hier was wird. Irgendwie verteilen sich die Besucher ungünstig. Was ein bisschen doof ist. Ach, guck, kann ich jetzt 3 schicken? Nee, kann ich nicht. Ich hatte das nur verwirrt, weil hier der Hubschrauber auf dem Landeplatz steht. Die will ich tatsächlich eher verkaufen. Das habe ich zwar noch nicht am Maximum, aber ich brauche gerade einfach das Geld. Immerhin bin ich so ehrlich und stehe dazu. So, wir könnten direkt mal noch 2 weitere wieder schicken. Polacanthus, den haben wir auch noch nicht. Ist ein Pflanzenfresser. Den könnten wir auch mal erforschen. Naja, nicht mehr lang, dann können wir hier zumindest die Futterstelle bauen. Oje, 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 es dauert sowieso noch lange, lange, lange. Jetzt dauert es wieder ein bisschen, bis ich das bauen kann. Aber dann brüten die hier dezent schneller aus. Das ist dann halt auch nochmal ein Vorteil. Ja, das ist der Anfang einer Insel. Der zieht sich halt immer so ein bisschen, ne? Das ist mal so ein bisschen doof. Deswegen denke ich auch, werde ich die Insel, wenn ich gleich gespielt habe und gespeichert habe, noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Nach der Aufnahme. Dass die Insel noch ein bisschen Geld einfach so erwirtschaften kann. Jo. So richtig beliebt sind die Dinger da hinten auch nicht. Hm. Schon doof. Ja, der T-Rex macht wieder lauthals auf sich aufmerksam. So, das wird langsam. Der ist noch nicht zurück. Die kommen gleich erst noch. So. Jetzt werden gerade die beiden Forschungen abgeschlossen. Genau. Nachladetempo und Treffsicherheit war das andere, glaube ich. Ich habe es eben noch gelesen und schon wieder vergessen. Ist typisch. Ah. Oh, das ist gut. So, einmal Brachio extrahieren wir, einmal verkaufen wir. Ach guck, da sind die nächsten. Ach, so eine ist das. Ah, okay. So, dann können wir jetzt hier aber auch eine Futterstation hinbauen. Kommt mal dahin. Und das ist jetzt auch gleich soweit. Guck mal da, wir machen jetzt immerhin knapp 100.000 Dollar Gewinn pro Minute. Das ist schon gar nicht so schlecht. Wir sind auf 400.000 und sind bei 369 Besuchern. Das wird, wie gesagt, wirklich gut steigen, sobald wir den nächsten Dino haben. Ich
Ich würde sagen, das warte ich jetzt noch eben ab mit euch, dass die Stromausfälle durch sind und dass wir die Dinos ausbrüten können. Das dürfte wahrscheinlich in etwa auf selber rauskommen. Hier haben wir den Crichtonsaurus und den Centaurosaurus. Crichton ist natürlich Michael Crichton, ist ja der Autor von Dino Park. So heißt das Buch, auf dem die Jurassic Park Filme basieren. So, 19% noch und 4,5 Minuten müssen wir noch abwarten. Jetzt hätte ich gerne wieder so einen Beschleunigungsbutton. Wir könnten aber mal noch Bilder machen. Wüsste ich jetzt mal, wo ich die Tore hingebaut habe, dann wäre das ganz cool, ja. Hier ist das erste Tor. Ich soll einfach mal noch Bilder machen. Und damit können wir auch nochmal extra Geld verdienen. Oh. Da ist der andere. Das will ich noch ein Bild von dem T-Rex. Das wird bestimmt ganz gut was bringen, wenn ich von dem ein gutes Bild hinbekomme. Ah, hier. Ach, guck, unsere Dinos sind ready. Okay, das Bild ist jetzt nicht wirklich gut geworden. Ich möchte noch eine Chance. Das wird ein gutes Foto. Das Bild ist viel toller. Übergebe das Steuer. Oha, guck mal. Wir haben jetzt auch einiges, was wir... Ist auch wieder so ein Pflanzenfresser. Ja, konnten wir wieder einiges verkaufen. So, jetzt haben wir hier die beiden ready. Das war herausragende Arbeit. Sie haben meinen Dank. Wuhu, na du? Guck, jetzt haben wir nämlich auch die Gästezahl über 400. So geht das. Wir gehen auf unseren zweiten Bewertungsstern zu. Oh, ein hübsches Gesicht hat der, ne? Dieser Dinosaurier, der Camarasaurus, repräsentiert die Vielseitigkeit des späten Jura. Er ähnelt anderen Sauropoden, hat aber einen größeren Schädel. Okay. Wie sieht's aus? Ja, sozial. Er möchte einen weiteren Dino haben. Und der kommt da ja schon. Ich hoffe, das reicht. Der ist momentan noch nicht wirklich da, deswegen kann ich momentan noch nicht sehen, ob das reichen würde. Das wird knapp, Leute. Wir brüten noch einen aus. Notfalls muss ich die beiden dann so lange betäuben.
Sagen wir so, wenn die Geborgenheit Richtung rote Linie fällt, bevor der letzte geboren, bevor der nächste ausgebrütet wird, dann würde ich sie so lange betäuben. Wir warten jetzt mal eben die beiden Aufgaben noch ab, würde ich sagen. Dann war das auch eine lange Folge. Ich nehme nämlich jetzt schon 20 Minuten auf. Und guck mal, können wir doch mit dem Ranger-Team auch nochmal ein Bild machen. Von den neuen Dinos. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich versuche es erst gar nicht. Nee, unten am Wasser, das ist das Megabild. Okay, das Bild ist jetzt nicht so gut geworden, wie ich erhofft hatte. Aber es sind auch nochmal 10.000. Ja, der braucht echt einen mehr. Wir könnten uns noch einen Auftrag der Sicherheitsbranche schnappen. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Nodosaurus mit einer Gehirnalterung-Modifikation. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Muss ich nur mal gucken, welche das ist. Die da. Den können wir auch notfalls wieder verkaufen, wenn ihm das nicht passt. Ja, die bräuchten ein bisschen mehr Social Life, die zwei. Aber das dauert noch, bis der Kamerasaurus ready ist. Wie gesagt, wenn das hier so auf, wie viel wird das sein, 40% runterfällt, dann werde ich wirklich gucken, dass ich die beiden betäube und dann wieder hier reinpacke, wenn der dritte halt kommt. Ansonsten ist mir das ein bisschen zu risky. So, das haben wir dann auch gleich abgeschlossen. Guck mal, 3,5 Sterne haben wir plötzlich. Sehr gut, sehr gut. Mit 3 Sternen bekommen wir dann nämlich schon die Isla Sorna freigeschaltet. Die Wissenschaftsabteilung bedankt sich. Ich ebenfalls. Isla Pena ist nicht einfach. Doch sie haben sich gekonnt darum gekümmert. Durch ihren Ruf bei der Sicherheitsabteilung haben sie sich eine Belohnung verdient. Wie sieht's denn aus? Wir brauchen gar nicht so viel, um die Mission Verwaltung der Bedürfnisse freizuschalten. Das sollte relativ zügig gehen. Ah, hier sehen wir, was wir alles freischalten können. Der Nodosaurus überholt dann gleich mal den Kamerasaurus. Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, für heute verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und, wenn ihr mögt, ihr kennt das Ganze ja schon, geht's dann morgen weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!